Juni, da tagt der Gipfel auch noch in Elmau, planen wir eine Abschlusskundgebung und eine möglicherweise kurze Abschlussdemo in Garmisch-Partenkirchen, sodass wir uns dann von der Bevölkerung auch hier genauso friedlich, wie wir hier beabsichtigen, aufzutreten, wieder verabschieden können und hoffentlich über erfolgreiche Proteste hier gegen den G7-Gipfel berichten können. Ich komme zum dritten Punkt, dem Thema Camps. Das Thema Camps ist im Moment, was öffentliche Camps anbelangt, noch völlig offen. Wir hatten um Gastfreundschaft gebeten. Der bayerische Innenminister hatte friedliche Demonstranten im Werdenfelser Land ja auch herzlich willkommen geheißen. Und daraufhin haben wir die Gemeinden vor einigen Monaten angeschrieben, haben inzwischen auch Antwort bekommen. Jedoch sind das alles abschlägige Antworten gewesen, die man uns da hat zukommen lassen. Und diese abschlägigen Antworten, das ist daran noch zu kritisieren, hatten auch Textbausteine, die darauf schließen lassen, dass sie aus einem Guss geformt wurden und einen gewissen Rahmen beinhalteten. Die Presse, die Medien haben ja in der Vergangenheit auch schon drüber berichtet. Wir sind also weiterhin in der Situation, dass wir auf der Suche nach Camps sind und wir brauchen öffentliche und große Flächen, denn wir rechnen damit, dass zumindest eine ordentliche vierstellige Zahl an Demonstranten, an Teilnehmern zu den Protesten hier ins Werdenfelser Land kommen wird. Und diese Menschen brauchen Übernachtungsgelegenheiten, sie müssen versorgt werden, es muss eine geordnete Entsorgung stattfinden, es muss Strom vorhanden sein, um es ganz praktisch zu machen. Und es muss natürlich auch alles, was Infrastruktur für die Tage in Camps ausmacht, hier vor Ort verfügbar sein. Denn wir wollen in jedem Fall in geordneten Verhältnissen in unseren Camps auch leben können während der Proteste hier in Garmisch und Umgebung, um hier nicht Verhältnisse zu haben, dass wir wild kampieren müssten, dass öffentliche Plätze einfach belegt werden, dass da keine Koordination mehr drin ist, dass die Gruppen auseinandergerissen werden. Das soll nicht sein. Und hier möchte ich nochmal zurückkommen auf Heiligendamm. Gerade in Heiligendamm hat es sich herausgestellt, dass die Camps Orte der Befriedung letztendlich gewesen sind, weil man sich dort sammeln konnte und von dort aus dann auch wusste, wo die Menschen sind, die protestieren. Und das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Also das Dankeschreiben der Feuerwehr von dort, die sehr intensiv damals mit den Protestern zusammengearbeitet hat, hat das auch noch mal bestätigt vor vielen Jahren schon. Und von daher denke ich, sollten wir hier in Garmisch auf eine ähnliche Situation hinarbeiten und in den Nachbarorten, dass wir hier wirklich geordnete Verhältnisse bekommen und in Garmisch dann auch hinterher gerne gesehene Gäste gewesen sein wollen. Für Fragen stehen wir natürlich im Anschluss noch zur Verfügung. Darum gehe ich jetzt auch weiter zu den Aktionen. Wir haben gestern über die Aktionsmöglichkeiten noch in der Aktionskonferenz gesprochen. Und als mögliche Aktionen sind der Gipfel der Alternativen natürlich zu erwähnen, sind die Demonstrationen, der Sternmarsch zu erwähnen. Und wir haben in unserer Sitzung am gestrigen Tag auch einen Aktionskonsens nochmal bestätigt, der auf dem basiert, was wir Ihnen allen schon verteilt haben, nämlich auf unserem Aufruf zu den Protesten im Werdenfelser Land, zu unserem Bündnisaufruf. All diese Punkte können Sie auch einsehen auf unserer Homepage. stoppg7elmau.info. Dort stehen die gesamten Informationen auch zur Verfügung. Zu unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten uns vor Monaten schon überlegt, dass wir offen mit den Medien zusammenarbeiten wollen und unsere Konzeption sieht vor, dass wir das Gespräch mit der Öffentlichkeit, mit den Menschen vor Ort und mit den Medien suchen. Und genau das findet in diesen Tagen auch statt. Die Aktivitäten haben sich jetzt von München hinaus ins Werdenfelser Land verlagert. War am Anfang die Camp-Situation, die erste Situation, die schon im alten Jahr angegangen werden musste. So gehen wir heute die Situation an, wie wir hier und wo wir hier unsere Aktionen durchführen können, wie wir dann die Camp-Situation abschließen können und wie wir hier vor Ort dann auch unsere Demonstrationen nach Elmau tragen können. Dazu, das haben wir ja auch in der Presseerklärung
mit erwähnt, wollen wir heute einige der Aktivisten einen Spaziergang nach Elmau hinauf machen, um uns nochmal die örtlichen Verhältnisse anzuschauen. Grundsätzlich hatten wir uns mit diesen Verhältnissen schon vor einigen Monaten vertraut gemacht, wie die Serie der Aktionskonferenzen in München angefangen hat. Wichtig ist, dass wir intensiv miteinander zusammenarbeiten, offen miteinander zusammenarbeiten. Das ist das Credo, in dem dieses friedlich demonstrierende Bündnis auftritt und für das wir stehen. Und uns ist daran gelegen, dass Sie von uns die Informationen bekommen, die Sie benötigen, aber auch die Informationen bekommen, die wir Ihnen mitreichen wollen, damit Sie objektiv über diese Proteste gegen den G7-Gipfel berichten können. Wir fühlen uns hier nach den ersten Infoständen in Garmisch und Umgebung inzwischen recht wohl, denn wir stellen fest, dass entgegen all der Äußerungen, die offensichtlich aus dem bayerischen Innenministerium oder ähnlichen Kreisen kommen, die Bevölkerung uns hier doch sehr wohlgesonnen gegenübersteht und wir hier sehr positiv mit den Menschen an den Infoständen ins Gespräch gekommen sind und wir fühlen uns hier aufgenommen und angenommen und hoffen, diesen Effekt in den nächsten Wochen bis zum Gipfel hin noch verstärken zu können. Whoa.